Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video und heute spielen wir die Marshmallow Challenge. Wie heißt sie eigentlich? Zwei dumme, ein Gedanke. Zwei dumme, ein Gedanke. Zusammen mit Regina, die sonst immer hinter der Kamera ist und alles vorbereitet für uns oder ihre Lederhose trägt und aufnimmt. Ja, wie gesagt, wir spielen zwei dumme, ein Gedanke und Chantal hinter der Kamera, beziehungsweise schräg unter der Kamera, stellt uns Fragen, wie zum Beispiel eine Automarke und wir müssen beide zusammen nach 3, 2, 1, wenn du das dann gesagt hast, also eine Automarke, 3, 2, 1, müssen wir dann dieselbe Automarke sagen, sagen wir das nicht, was Verschiedenes oder gar nichts nach den 3 Sekunden, dann müssen wir Marshmallow reinmachen. Ja, ich würde sagen, wir fangen an. Das ist das erste Mal mit Regina, ne? Ja. Bist du aufgeregt? Total. Hoffentlich passt so richtig was rein in deinen Mund. Ja, geohrfeigt habe ich die! Ja, ich habe mir schon so ein bisschen so gedacht. Sehr traurig, wenn nicht. So, seid ihr bereit? Wir sind bereit. Okay, dann geht es jetzt los. Oh nein, ey. Denk genau nach. Gott, jetzt habe ich Angst. Ja. Die erste Frage ist sogar eine 50-50-Frage. Die na, könntet toll. Ihr sogar schaffen. Grün. Ja, nee. Grün. Schwarz oder weiß? In 3, 2, 1. Schwarz. Warum? Oh. Wegen den Haaren. Ich habe jetzt einfach Haare. Nein, nee. Okay, und ich habe schwarz. Okay. Oh. Ein Getränk in 3, 2, 1. Cola. Oh. Die Marshmallows weg, die brauchen wir nicht. Eine Automarke in 3, 2, 1. BMW. Audi. Nein, ihr seid so dumm. Unser Traumauto, hallo. Ach so, oh, na toll, aber ich habe gedacht, dann was wir haben. Ich dachte schon, du sagst Lexus. Okay. Oh Mann. Sagst aber trotzdem BMW, wa? Ja, weil ich dachte, du gehältst jetzt zu mir. So. Ich habe gedacht, du sagst Lexus und habe gehofft, dass du BMW sagst. Okay. Okay. Dann kommt was anderes. Mund auf, Marshmallow-Reihenspender sein. Okay. Fertig? Ja. Etwas, das viel Strom verbraucht. In 3, 2, 1. Fernsehen. Also bei ihm. Was er gerade braucht, man braucht einen Fernseher viel Strom. Warum? Vom Handy? Das ist doch unten. Weil das hat Akku. Ja. Und wir dürfen ja auch nicht von mir ausgehen. Doch. Ist das. Handy. Das ist gerade mal der zweite jetzt hier rein da. Du hältst deinen Schnauze. Okay, das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Ich mach's trotzdem. Ich lasse euch 4 Sekunden Zeit, okay? Mhm. Ein Sommerhit. Oh Gott. In 4, 3, 2, 1. Mambo Number 5. Was ist das denn? Den Song kenne ich gar nicht. Ein Sommerhit. Da ist nichts eingefallen. Mann. Na, das war mir klar, dass ihr das nicht schafft. Toll. Ich spiele wieder mit Lofty. Hallo, ich bin Lofty, ich bin auch dabei. Ein Wochentag in 3, 2, 1. Freitag. Ich habe daraus gelernt. Mal Montag gesagt. Ja, und ich habe daraus gelernt, dann Freitag zu sagen. Weil der Freitag schöner ist, wegen Wochenende. Wie gut, dass man dich jetzt ernst nehmen kann mit deinen Backen. Okay. Oh Gott. Eine Biermarke. In 3, 2, 1. Becks. Ja. Lass ich zählen. Leichte Verzögerung, ja. Aber das lag an der Tonqualität. Ja, genau. Ein Tier im Zoo. In 3, 2, 1. Elefant. Ja, gut. War jetzt nicht schlecht. Eine Wassermarke außer Volvic. In 3, 2, 1. Saskia. Warum? Weil die ganze Werbung immer, ne? Hier, Wasser, Recycling, Flasche und wieder und Kreislauf und Wasser. Saskia. Ein Monat in der Sommerzeit. In 3, 2, 1. Juli. Juli. April ist doch nicht im Sommer! Ich kann sowas nicht. Ich kann sowas nicht. April ist im Frühling. Oh Gott, ich krieg einen Krampf in den Backen schon.
Ah, wir haben weiter. Dauert nicht mehr lange. Ein Satzzeichen. Mhm. In 3, 2, 1. Ausrufezeichen. Gut, falsch. Guck mal, Regina. Ja. Okay, eine Schuhmarke in 3, 2, 1. Nein! Ja, komm, ey, Rechte! Mir hat gewundert, dass die nicht Louis Vuitton sagen. Wie das heißt. Nee, Christian, wie heißt er? Christian Louis Vuitton. Christian Vuitton. Okay. Hm? Eine Augenfarbe in 3, 2, 1. Braun! Nein, falsch. Genial. Das ist, schnell! Ja! Kann ich noch reden. Etwas, das man pflücken kann in 3, 2, 1, Äpfel! Ich hab's nicht verstanden. Äpfel! Was hast du gesagt? Erdbeeren? Ja gut, Erdbeeren kann man auch pflücken. Na los, rein da! Jetzt muss ich improvisieren. Eine Zahl zwischen 1 und 10. 3, 2, 1. Nein, sie hat 6 gesagt. Alter. Jetzt ist aus, ich kann nicht mehr. Ja, Regina hat jetzt gewonnen. Ah, kann nicht mehr. Jetzt noch einen da reingesetzt. Was haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück. Ihre Augen 10 stehen Stück. Voll. Boah. Ich hab's geschafft. Also so macht das keinen Spaß. Ich hab schon gedacht, Lofty und ich, wir kommen nicht auf einen Nenner, aber das müssen wir noch üben. Das war das Video, zwei Dumme, ein Gedanke. Ich finde, das hat total super geklappt. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Tschüss.